Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Ne, keine Ahnung, wo der gerade ist. Also, wo das Vieh hier sich rumtreibt. Denn das ist noch ein Kokon. Das ist noch ein Huscher. Ein Hüsch-Hüsch. Spinnenplage. Gift der Runenpirscher. Gift der Runenpirscher. Große Verluste. Zack, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht gut aus. Älteste in den Schatten ist genau hier und dann da ist die Buchquest. Ne, das ist Buch 2, ne? Was ich jetzt angemacht habe. Achso, ne, das war richtig, genau. Das war auch alles richtig. Alles richtig, alles richtig, alles richtig. Dreland, ja, ja, Weg nach Erebor, auch klar. Okay, okay, okay. Was ist das? Ein Huscher, ein Huscher. Ein Jäger, irgendwo muss er ja sein. Oder die, besser gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Menschen oder Weibchen ist. Menschen und Weibchen. Nehmen wir doch mal den Ruinenweber, den wir vorhin vorbeigelaufen sind. Schlau wir ja manchmal sind. Das war natürlich äußerst intelligent, einfach an ihm vorbeizulaufen. Das, ja, hätte ich mal geguckt, wie der heißt. Das hätte mir geholfen, wahrscheinlich, bei der ganzen Nummer hier. Aber jetzt ist es auch eh egal. Bam, bam, komm, jetzt mach endlich deine Attacke. Und zack. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir auch. Dann ist... Was haben wir denn hier? Das ist da. Das ist da. Das ist da. Widerliche Nachbarn. War nicht eine Quest hier hinten? Muss hier nicht für eine Quest da zurück zur Feste? Zur Dings? Die Waage reizen. Nehmen wir mal die nächstbeste Quest, ne? Hui, flop. Nun gibt's Erz. Erze. Erze, Erze, Erze. Nehmen wir direkt mal mit. Und da sind auch schon die ersten Wargen wieder. Brauchen wir noch Keilerlenden. Ach du Jemini. Aber die hier sind für zwei Quests gut. Das ist doch schön. Was ist denn los mit dem Spiel gerade? Zwischendurch hängt er immer wieder. Und ich weiß gar nicht warum. Er hängt, er hängt. Dabei sollte er das gar nicht tun. Das sind was ist das für eine Spinne? Das ist ein Spinner. Okay, hätte man noch da herholen können. Ich verstehe, ich verstehe. Die laufen hier wohl überall einfach mal so rum. Und Stein an Kopf. Da hinten ist ein... Irgendwas Vogel. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt heißen. Im alten Wald hießen sie noch Krebein. Hier heißen sie jetzt... Hallo. Okay, ich brauche den aber für nix. Die brauche ich auch für nix. Dann brauche ich die auch nicht killen. Dann killen wir mal lieber nur die, die wir auch brauchen. Jetzt laufen wir nämlich hier ewig und drei Jahre durch die Gegend. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist Nummer 6. Wofür darum da hier eine, das Questing ist? Ich kann es euch nicht sagen. Warum verschwindet das gleich automatisch? Wenn ich die Quest erledigt habe? Ich weiß es nicht. War es eine Spinne? Fast reingerannt wäre. Goldobrenze, ja, nervt nicht. So, Wagen, hier sind Spinnen, hier sind Spinnen, 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 Spinnen. Noch mehr Spinnen, ich muss wahrscheinlich mehr, ja, mehr die Straße entlang. Huch, da habe ich eine Spinne übersehen, das war natürlich ein Fauxpax. Das war nicht so gedacht, aber der werde ich einfach davon reiten. Und die wird mich eh nicht mehr kriegen. Hier sind noch mehr Spinnen. Da ist noch ein Warg. Schnappen wir uns den. Okay. Brr. In die Fresse mit dem Stein. Voll in die Fresse gehauen habe ich den. Und schon wieder tot. Es geht immer so schön schnell.
Spinnen. Gab es hier unten nicht an dem Wasser noch irgendwas? Sieht ja auch schon ganz geil aus, ne? Da ist ne. Gibt's Erz. Und ich bin. Achso, ich habe hier so ein Gift von dem komischen Wolf drauf. Wie ätzend. Die Waage reizen. Komisch. Ich bin doch genau in dem Gebiet. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist das Weiße. Die müssten hier eigentlich überall rumlaufen. Und wenn ich hier jetzt hochgehe, dann müssten die überall Waage eigentlich gleich sein. Ah, jetzt ist die Markierung auch weg. Was war das schon wieder? Was soll ich schon wieder spinnen? Langsam nehmen die aber Oberhand, ne? Ist natürlich super, wenn jemand Wagen töten muss, aber hier sind gar keine. Naja, reiten wir mal hier oben hin und da gibt es ja noch ein paar andere Quests, die man erledigen kann. Die brauche ich nicht. Genauso wenig. Vielleicht finde ich hier noch den ein oder anderen. Weiß ich nicht was. Den ein oder anderen Warg. Oder ähnliches. Das sieht auch sehr einladend aus hier, dieses. Will ich da hin? Was ist denn das? Man achte übrigens auf den Himmel und auf den Nebel und etc. Das wird wahrscheinlich gleich. Wow, what the fuck? Holy shit, what the hell is that? Was zum Henker ist denn das für ein Ding? What the hell? What the what the what? The what the what? So what you what you what you what? I have never seen something like this. I don't know what it is. It looks very very awful. And this one I... Komm schon. Komm. Direkt ein Forstgebiss. Und babam. Komm, jetzt stirb endlich. So. Neue Tat. Sumpfjägerin. Wenn ich 60 Stück von diesen fetten Monsterviechern töte. Okay. Will ich das? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, hier ist die zweite von denen. Und hier sind doch irgendwie ganz viele Quests. Ich weiß nur noch nicht, was man, welche Quests genau das sind, aber das wird sich ja wahrscheinlich noch rauskristallisieren. Na, hab ich Glück? Jawohl. Hier ist Eisen! Hochwertiges Eisen. Was ist das denn? Warum ist da ein Toter? Warum sind da? Weiß man nicht, ne? Warum da sind. Also ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ist klar. Ihr wisst ja Bescheid. Also, ne? Wer, wenn nicht ihr? Ihr wisst ja einfach, wovon ich rede. Ich hoffe es zumindest, weil ich weiß es nämlich gerade nicht. Sollte hier nicht eigentlich die Quest irgendwo sein? Die Buchquest? Oh, ich müsste mich mal rasieren. Ich sehe aus wie der letzte Hugenotte. Ich sehe aus wie so ein anderer berühmter Let's Player mit meinem Bart. Haha. Nee, überhaupt nicht eigentlich, aber ist jetzt voll in. Ne, so Bart und so. Also Bärte sind jetzt voll in gerade im Moment. Keine Ahnung warum, wie der Trend auf einmal aufgekommen ist, aber alle stehen auf Bärte. Huch. Komisches Riesenviech mit komischen Ästen im Rücken. Ich habe keine Ahnung, wer sich sowas ausdenkt. Der hat doch, die haben doch geraucht bei Turbine. Also wenn die nicht geraucht haben, als sie das hier erfunden haben, dann weiß ich auch nicht. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Kabam! Wie viel habe ich? Boah, 4 von 8 erst? Okay, da ist jetzt 5. Das ist ja nicht mehr so viele. Hälfte habe ich ja schon. Immerhin. Na immerhin. So, 5 von 8. Das ist irgendwas anderes. Da steht irgendwas Dickes. Ein uralter Gallisch. Was? Ein uralter Gallischspeier? What the fuck? Wie war das? Die haben nicht geraucht? Hm, klar, die waren sowas von stoned, als sie das hier programmiert haben. Ich meine, wer kommt auf so einen Scheiß? Ohne Witz. Naja. Gut. Es sei so. Unhaltbezwinger. Goldobergrenze erhöhen sollte ich auch mal machen.
In den einsamen Landen. Feindin des Todes. Das ist auch ein geiler Titel. Ach, guck mal, hier ist das ganze Sumpf. Sumpfmoos? Nein, Sumpfschleichernetz. Flupp. 10 Stück? Boah. Ist aber ganz schön viele von. Und noch eins. Das Eisen da nehmen wir natürlich auch mit. Das lassen wir natürlich nicht da liegen. Logischerweise können wir ja nicht jeden einfach lassen. Ne, liegt ja nicht. Können wir nicht machen. Wenn wir noch so kleine Viecher sehen, dann killen wir die auch noch mal eben. Zum Beispiel die, die der da gerade tötet. Aber ich will den für mich haben. Weil sonst, bis der gerespawnt ist, dauert nämlich ein paar Minuten. Deswegen kloppen wir uns jetzt mit dem. Weil der macht gerade die gleichen Quests wie wir. Wie man unschwer gesehen hat. So, aber der sechste ist von mir. Dann sammle ich davon nochmal ein paar ein. Und ich fürchte, der wird uns jetzt vor der Nase wegschnappen. Nein, wird er nicht. Denn hier ist einer gerespawnt. Haha. Mitten im Wasser. Ach, man kann im Wasser kämpfen. Wusste ich gar nicht. Jetzt stand ich gerade unter Wasser. Das war auch intelligent und so. Na, das mit dem Wasserkampf ist ja im Spiel noch nicht so richtig. Ah ja. Und so richtig einbuddeln kann er sich auch nicht. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wie viele haben wir jetzt? Ach, 7 von 8, guck mal hier. Dann laufen wir jetzt erstmal die Dinge ab und killen da noch einen auf dem Rückweg. Sonst laufen wir garantiert noch in einen rein. Ja, der ist es meiner. Wie viel Level ist der? 25. Er kriegt ja massig XP. Hüpf. Hüpf. Och, komm schon. Ernsthaft. Huch, die haben sogar Furcht. Und junger Herr, Sie haben eine sehr feuchte Aussprache. Ich würde Sie bitten, in eine andere Richtung zu sprechen. Hat ihn nicht interessiert, wie man gesehen hat. Ist hier auch noch was drin? In dem Sumpf. Sumpfschleichernest. 7 von 10. Nein, 6 von 10. Sumpfschleicher-Zeug. Da ist noch 2. Dann haben wir 8 und dann müssen wir noch irgendwo 2 haben. Ich weiß noch nicht wo. Muss ich mal suchen jetzt. Also es gibt hier nur 10, von daher wird sich irgendwo dann rauskristallisieren, wo die sich rumtreiben. Aber jetzt mache ich, komm, ich mache auf dem Weg nochmal das Ding hier. Das Viech mache ich nochmal. Komm schon. Oh, komm wieder aus dem Boden raus, du alte kleine Kaulquappe da. So, 8 von 8. Flupp. Irgendwo müssen noch welche sein. Nee, danke. Ach, da oben. Ich habe jetzt keine Lust auf eine Gefährtengruppe. Ich bin gleich wieder unterwegs. Und das? 9 von 10 und der letzte ist... Da oben ist er. Ich habe ihn gefunden. Jott sei Dank. Aber das mit der... War eigentlich was von der Buchquest? Hä? Das ist doch eigentlich hier. Ach, das ist das. Ach so. Das, erklärt einiges. Buch 1 ist auch fertig, okay. Dann habe ich noch 3 Quests über. Die Warge reizen ist hier überall. Friedensangebot ist da hinten. Und das ist... Ah, oh, Gottes Willen. Okay, ich laufe hier runter, beziehungsweise reite. Reize die Wargen. Indem ich sie töte. Also, freundlich. Ich werde sie freundlich darauf hinweisen, dass sie sich doch bitte aus diesem Gebiet entfernen möchten. Weil wir sind ja gegen Gewalt und so. Ne? Auch wenn es ein Warg ist. Aber auch Waage haben Rechte. Für mehr Rechte für Orks. Und Wagen. Ich setze mich hier definitiv für ein.
Bin ich hier schon richtig? Hier muss ich hin. Flubbidi flupp. Da oben ist schon der erste.